Das war bis heute die letzte Bewerbung. Also wir haben noch ein paar, wir machen die nächste Woche hoffentlich weiter. Und ihr könnt euch immer noch bewerben. Rapplerie-Bewerbung läuft noch bis Ende Februar. Komm ran, zeig dein Talent. Und yes, check it up, Gova. Ja, Mann, ey, Grover, ich habe deinen Dings gesehen, diese Trailer, ne? Ich fand das richtig krass. Brutal? Geil. Am Ja. Anfang wieder wie ein Psycho gerappt hat, da, 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 und du gehst da locker so vorbei, so. Das hat irgendein Vibe gehabt, so filmmäßig, Cool, gell? brutal. Auch wie der gerappt hat und so, das war geil, Alter. Stream fertig? Nee, wir reden noch ein bisschen. Nur Rapplerü-Bewerbungen sind jetzt fertig. Können uns noch Kenan und Tano reinziehen und so. Bisschen auch wegen Bobby reden, Bruder. Für mich ist es doch Ding, alle. Für mich, Bruder, ich weiß nicht, alle. Für mich freut es richtig, dass du so bekannt geworden bist. Weißt du? Danke, Bruder, Voilà. danke. Weil als du letztes Mal hier warst, da warst du ja nicht der Bobby, der du heute bist. Da gab es Doch, noch kein. klar, Nein, aber. nein. Für dich selber als Mensch, ja. Aber für die öffentliche Wahrnehmung nicht. Weißt du, was ich meine? Damals hattest du noch keine 20 Millionen Plays auf Spotify, keine Ding, keine Ding, keine Ding. Ist Ja, wenn interessant das. zu sehen, Bruder, ja? Na. Ich schwöre es, hier ist interessant zu sehen. Ich habe viele Künstler kennengelernt, damals zu der Zeit, wo ich so aktiv Musik gemacht habe, die genau in diesem Moment, wo du jetzt gerade bist, komplett abgedriftet sind. Und für mich ist es voll besonders, dass ich so sehe, dass du so noch der gleiche Bobby bist wie damals, Danke, obwohl sich Bruder. so viel geändert hat, Bruder. Nein, Bruder, sowas hat keine Auswirkungen auf mich. Das sollte auch keine Auswirkungen auf irgendwelche Menschen haben, weißt du, was ich meine? So. Ey, was darfst du denn alles erzählen? Was wissen die Leute, wo du gesigned hast? Was war der erste Schritt nach Icon? Was passiert? Du bist rausgegangen von Icon, Viertelfinale, glaube ich. Ich habe ziemlich von fast allen, wo ihr euch vorstellen könnt, so Angebote bekommen, Bruder, ne? Habe ich von vielen bekommen, so, Erzähl ne? ruhig, Bruder, ja? Die Leute, die interessiert das, Bruder. Ja, ich habe mich mit vielen, also ich habe mir viel angehört, dies und das, bla bla bla. Von allen fast, die man so kennt, so diese größeren Labels, wie nennt man sowas? Ja, Ich weiß gar nicht, Labels. ob man sowas sagen kann, aber egal, scheiß drauf. Von diese Universal und sowas, dies, das, bla bla bla. Ja, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich bin auch froh, dass ich diesen Weg gefunden habe. Ich bin jetzt bei Farid gesigned. Geil. Bei Farid. Nicht bei Geil. Banger Musik, sondern bei Farid persönlich. Ich bin, Baba ja ist Mann, der ich bin erste, auf, glaube ich, oder? weiß ich nicht, oder? Okay. Der hatte vielleicht, ich glaube, der hatte mal so ein paar, ich will nichts Falsches sagen, weißt du, ich meine, ich glaube nur, der hatte mal Loredana unter Vertrag, aber nicht bei Banger Musik, auch nur als Management. Ah, Verstehst du, was ich meine? okay. Ja, und das war aber ganz früher, glaube ich. Ich weiß nicht genau, ich glaube nur. Und ja Mann, ich bin jetzt bei denen, ich bin richtig froh, Bruder, dass ich den Weg so gefunden habe. Dahin, ich bin auch richtig froh, meine Musik weiterzuführen kann mit denen ich angefangen habe. Weißt du, was ich Ja, meine? safe. Vielleicht Also kennen die ich. einen oder anderen mich von Instalent früher, da habe ich Genau. ja angefangen. Farid hat mich entdeckt. Und dass ich den Weg so weiterführen kann mit denen ohne Probleme und sowas, das freut mich übertrieben. Was Besseres gibt es gerade gar nicht, Bruder. Also, das ist so perfekt. Nee, ich find's Baba, Bruder. Weißt du, ich meine, Wallah, das so freut mich läuft auf auch jeden gesehen. Fall. So, das Einzige, was passieren könnte, ist, dass ich mir selber noch im Weg stehe. Das Einzige, was mich jetzt aufhalten kann, ist Du ich selber selber. höchstens. Das ist aber immer so im Leben, Ich habe Bobby. darauf hinausgearbeitet, Bruder, so diese letzten 2 Jahre, dass ich genau das erreiche, an diesem Punkt bin, wo ich jetzt bin, dass ich Musik machen kann, ohne dass irgendwelche, weißt du, ich meine, so, dass mich nichts auffällt. Ja, Mann, und jetzt bin ich da, Mann. Und dass ich auch den Weg gehen kann mit Farid, ist auch geil. Weißt du, was sich viele bestimmt fragen? Aber da kannst du nicht. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Was Vorschuss? Was Vorschuss ist, Ja. um ehrlich zu sein, Weil weißt du so warum, viel über Bobby? Vorschuss weiß ich selber gerade Weißt du nicht. warum, Bruder? Warum? Weil die denken alle, Genau, man bekommt Geld genau. und Das so. ist doch. Ich habe es ja auch gedacht, bevor ich so ins Rap-Game gekommen bin, habe ich mir ja auch gedacht, ey, guck mal, du unterschreibst deinen ersten Vertrag und du kriegst direkt so eine Million auf deinem Konto oder eine 100.000 oder was weiß ich. Und das denken viele Leute und schmeißen dann ihre Schule weg und geben richtig Gas, dass sie irgendwann Rapstars werden. Und klär mal vielleicht die Leute auf, dass es gar nicht so ist, Digga. Nein, Mann. Also auf jeden Fall, Leute, Vorschüsse sind nicht von allem, Mann. Also ein Vorschuss ist sowas wie ein Bankkredit. So, bei einem Bankkredit habt ihr vielleicht manchmal sogar weniger Zinsen und sowas. Müsst ihr vielleicht am Ende weniger zurückzahlen als bei einem Vorschuss. Richtig. Bei einem Vorschuss müsst ihr manchmal so viel Geld reinholen, ihr wisst gar nicht. Mit dem Geld müsst Angenommen, ihr ihr bekommt jetzt, arbeiten. was weiß ich, 2 Millionen Vorschuss, 3 Millionen, 4 Millionen, sagen wir 4 Millionen. Und am Ende müsst ihr vielleicht, keine Ahnung, wie viel zurückzahlen. Das Ja, und das ist vielleicht 6 Geld, Millionen Race. oder keine Ahnung. Ich verstehe das selber noch nicht so ganz mit Ich Vorschüsse, kann es aber ich weiß erklären. ganz genau, dass Vorschüsse einen richtig
Ihr wisst schon. Ja, ich, Dreddys, das ist nicht Geld, was der Bobby dann für sich hat, sondern das ist Geld, mit was er arbeiten muss. Er muss Videos bezahlen, er muss Studiokosten bezahlen, Reisekosten bezahlen. Und es ist wirklich nicht so, wie man sich das so in Filmen vorstellt, Bruder. Du bist dann direkt reich, Bruder. Weißt du, das ist nicht so. Also lasst bitte alle im Bergheim. Kommt nicht wie Kakerlaken zu Bobby, da gibt's nichts zu holen, Cousin. Da gibt's gar nichts zu holen. Wenn ihr mich abzieht, ihr geht mit Miese nach Hause. Noch schlimmer als vorher. Geil, ihr verliert also euren Fünfer auf dem Weg zu mir. Weiß ja so. Bei mir gibt's leider gar nichts. Alter, Bobby, das ist heftig, ja. Ja, Bruder, viele was denken ja... Was ist das Geilste jetzt so nach dieser Zeit? Was, wie? Das Geilste. So, was sagst du? Boah, jetzt ist krass, das ist so... Soll ich dir sagen, was krasseste ist? Wie, ich habe dir doch gerade gesagt, ich habe darauf hinaufgearbeitet, dass ich Musik machen kann ohne Probleme. Dass ich Studio gehen kann, wann ich will. Genau. Dass ich raushauen kann, was ich will. Das war mir immer sehr wichtig. Genau. Releasefreiheit. Genau. Weißt du, ich meine, und sowas, solche Dinge. Und ja, das habe ich jetzt alles, Bruder. Und das ist das Geilste. Geil. Meiner Meinung nach. Also ich finde... Das ist einfach, das gibt mir so Zufriedenheit, so diese Lockerheit. Cool. Du kannst auch meine Musik machen, ohne dass ich Druck habe oder sonst was. Ich denke mir einfach, geil, ich gehe jetzt ins Studio, ich sitze mich dahin, ich mache Beats an, schöne Beats an, ich mache das, ich mache dies, ja, und dann sammle ich meine Hörproben, haue da was raus, mache da einen Song. Wie war der erste Auftritt? Gütersloh? Ja, wie war das? Leute halten Kameras und so, Lichter und so. Das war krank, Bruder. Hast schon gelacht, gell, sei das ehrlich. War krank, Bruder, das war richtig krank. Guck mal, ich wollte an dem Tag alleine mit einem Kollegen dahin, ne? Zum Glück, Bruder, ist ja so geschehen, dass ich mit drei Kollegen dahin gegangen bin, ne? Zufällig. So, ich habe denen gesagt, ey, komm, wenn du willst, sag mit. So von Seite, pack den mit, pack den mit. Ja, dann sind die mitgekommen und das war so, das war eine Veranstaltung von der Stadt Gütersloh. Ich habe nichts gepostet. Ich habe keinen Storypost gemacht, dass ich da hingehe oder sonst was. Die Frau, das war eine Frau da, die hat das angekündigt, ne? Dass ich da hinkomme. Und dann hat die mir so Bild, und ich wollte einfach letzten Moment nicht mehr gehen, sag ich dir ehrlich. Aha. Weißt du, ich meine, da hat die mir so Bilder geschickt und so von diese, wie viele Leute da waren. Und ich dachte mir, ach komm, da war auch an dem Tag Sugar da. Ah, krass. Und ich dachte mir so, ach komm, Alter, das ist doch nicht wegen mir, das ist bestimmt wegen anderen Rapper und sowas, ne? Und man realisiert das gar nicht. Ich hab das nicht geglaubt, Bruder. Und die meinte so, ja, du enttäuscht alle hier, wenn du jetzt nicht kommst, ich bin ganz lange nicht dran gegangen, weißt du, ich meine? Habe ich so überlegt, habe ich meinen Bruder so gefragt. Ich fragte immer bei alles, weißt du, habe ich gesagt, ey, was soll ich machen und so, Alter? Soll ich da hin und so? Ich will nicht, ich weiß nicht. So. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Ja. Bringt das was, bringt das nichts, so, dies, das. Ja, dann meinte der Bruder, geh dahin, vertrau mir, falls, ich hoffe, die Leute sind echt wegen dir gekommen jetzt, die hat das angekündigt in der Stadt, so. Ja. Und ich hoffe, die sind wirklich wegen dir da. So, dann habe ich mich auf den Weg gemacht, 2 Stunden vom Bergheim dahin mit 3 Kollegen. Ja, das Erste, was passiert ist, wir sind da angekommen, da gab es keine Parkplätze, das war mitten in der Stadt. Hast du gedacht, abtönen, ich zieh direkt wieder ab, Alter. Guck mal, wir sind mitten in der Stadt reingefahren dann. Ja. Wir gucken, wo sind Parkplätze und wir sehen diese ganzen Menschenmenge, ne? Ja. Und ich denke mir, scheiße, Alter, wie viele das sind, so hätte ich das nicht erwartet. Das war eigentlich eine lockere Veranstaltung, ich habe nicht mal einen Storypost oder so gemacht. Ja. Auf einmal waren die, was weiß ich da. Ja. Ich gucke so und ich steige so aus, ne? Mhm. Ich gucke so aus Fenster raus und ich höre schon den Ersten, der sagt, ey, ich glaube, da ist Bobby. So auf meine Mutter, ich kam nicht klar, ich denke mir, scheiße, Alter, vielleicht kommt der jetzt zu mir und fragt mich nach einem Bild. Was passiert, Bruder, diese ganze Horde, die war innerhalb von 5 Sekunden auf meine Mutter, die waren direkt bei mir. Krass. Und ich gucke, mein Kollege, der ist ganz schwach, ne? Es gibt, da waren 2, die waren groß, breit, so, weißt du, die waren stabil. Hier der eine, der letztens mit mir war. Ja, 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 ja. Der und noch einer, der war auch stabil, aber der andere, der ist ganz schwach, der ist nur da zum Reden und zum Chillen und der ist am Kiffen und denkt ab, du weißt, was ich meine. Ja. Und der macht, Gova, helf uns den. Und der geht so zur Seite. Ah, der geht weg von diesem Menschen. Warte. Und zum Glück, diese 2 Kollegen von mir, die haben alle da kurz, weißt du, schon mal ein bisschen geregelt, aber das hat nicht gereicht, die 2 Kollegen. Mhm. Ja, dann. Weißt du, was ich Gefühl habe bei dir? Ha. Du bist so ein ganz schlimmer, was Frauen angeht. Warum? Weiß ich nicht, du bist so ein hübscher Junge. Nein, Bruder, denk nicht so. Was meinst du denn schlimm? Weiß ich nicht, Alter. Ah, jeder hat schlimme Seiten, würde ich schon sagen. Diese, so, oder? Diese Sidecut hier. Diese ja, aber was soll ich Glatze machen? Was soll ich machen, Go? Ja, Bruder, ja. Nee, stabil, Alter, ja? Nicht, dass in 9 Monaten irgendein kleiner Bobby kommt oder so. Ach, Bruder, hör auf, Auge zu machen. Nein, Spaß. Geil, Alter. Nein, aber ja, so. Gütersloh, war geil auf jeden Fall. Dankeschön für 7. Ja, cool. Das war so die erste Erfahrung. Ja, der, was auch geil war, Bruder, war bei Mulaga, ne? Mhm. Ich habe hier richtig Voice Crack auf Bühne vor allem, du bist ein bisschen nervös, so. Du kannst nicht abgehen und mit Stimme hochgehen. Mulaga, die Hook ist ja komplett oben, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, und live war das ein bisschen schwer. Und ich habe alles mitgerappt,
nur die Hook nicht. Ich habe so hier gemacht. Und ich dachte, bitte, könnte diese Hook, bitte macht. Aber jeder hat gemacht. Ja, ich hab's gesehen, diese Handyvideos. Das war geil, Bruder, ja. Ja, Kinder, gucken wir uns jetzt an. Ja, krass. Okay, komm. Mhm. Hast du noch Kontakt zu den alten Icon-Teilnehmern? Nee, nicht wirklich. Also zu Dorian habe ich Kontakt ein bisschen. Mhm. Zu Mowgli und Mohams. Aber das waren auch die Leute, mit denen ich auch so in der Villa war. Weißt du, was ich meine? Mohams? Ja, so. Krass. Ein bisschen. Krass. Nee, heftig, Bruder. Nein, so locker schreiben und so. Bruder, guck mal, ich sag dir ehrlich, ich hab ja nichts gegen ihn. So, ja, ich weißt weiß. Du? Alter, ich ist weiß. Für mich ja alles nur Spaß und ich Ding. Ich weiß, Bruder. Und ich find sowas, das ist richtig, richtig stark. Also, wenn du irgendwann mal Geld verdienst, es gibt so auch übers Rote Kreuz, dass man viel Geld ans Tierheim spenden kann. Und so. Nee, das meine ich doch gar nicht. Chill da, Bruder. Du.